Die rheinland-pfälzische Chemieindustrie erlebte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2013 einen Umsatzrückgang von 1,6%. Bei der Jahrespressekonferenz der Chemieverbände Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen berichtete Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler von Umsatzrückgängen quer durch die gesamte Branche. Im Gegensatz zu 2012 entwickle sich das Geschäft im Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Erfreulich allerdings, die Zahl der Beschäftigten ist trotzdem gestiegen, weil die Chemiebetriebe längerfristig planen und sich trotz Einbußen bereits auf die demografische Entwicklung einstellen. 2013 wird ja ein Minusjahr werden für uns. Wir werden mit 1,6% Minus landen. 2014 wird dieses Minus hoffentlich verschwinden. Wir hoffen, dass wir die Entwicklung auffangen können. Aber sicher ist das nicht. Was klar ist, uns droht eine Kostenspirale im nächsten Jahr bei der Energie, aber auch bei den Arbeitskosten. Wir müssen hier an einer Kostenbremse arbeiten. Fast drei Viertel der chemischen Industriebetriebe bezeichnet die Energiekostensituation am Standort Deutschland als schlecht. Mehr als ein Drittel rechnet mit deutlich negativen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis. Das geht aus der Umfrage von K-Monitor hervor. Vorsitzender Harald Schaub sagte, dass die nochmalige Erhöhung der Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG in 2014 dazu führe, dass sich dann die Umlagekosten seit 2010 verdreifacht hätten. Über 70% der Unternehmen in Rheinland-Pfalz der chemischen Industrie exportieren. 70% des Umsatzes gehen in den Export. Da treffen wir auf weltweite Konkurrenz, die zum Teil erheblich niedrigere Energien haben. Allein in den USA kostet die Energie, grob gesagt, die Hälfte. Und wenn wir da mithalten wollen, müssen wir aufpassen, dass Energie nicht noch teurer wird in Deutschland. Sie muss bezahlbar bleiben. Unter Umsatzrückgängen litt in diesem Jahr auch die Lack- und Farbenindustrie. Die lange Kälteperiode zu Beginn des Jahres, Regenwetter, aber auch die Insolvenz von Baumarktketten habe das Ergebnis geschmälert. Trotzdem schreitet die Entwicklung nachhaltiger Produkte in der Farb- und Lackherstellung weiter fort. Weniger Rohstoff- und Energieeinsatz in der Produktion, weniger Materialverbrauch bei der Anwendung, weniger Anstriche bei gleicher Qualität. Farben werden immer umweltfreundlicher. Indem sie entwickelt werden in Richtung weniger Emissionen, da ist man schon sehr weit gekommen bei Industrielacksystemen auf Epoxidbasis, auch mit Wasserlacken, kommt man durch die Entwicklung zum Beispiel von 60% früher Lösungsmittelanteil in der Verarbeitung auf 3% runter. Also oder 15% in Schritten, da ist man schon sehr weit gekommen. Ohne Chemie kein Fortschritt. Der Vorsitzende der Chemieverbände Rheinland-Pfalz hofft, dass sich das Image der chemischen Industrie weiter verbessert und will mit gezielten Aktionen und Gesprächen dazu beitragen.